Hallo Leute, willkommen bei einem bombigen Rätsel hier bei Max the Curse of Brotherhood Part 26, 27 ist es, glaube ich. Wo ich noch nicht ganz weiß, was von mir gewünscht wurde. Ne. Außer, dass ich mit unserem Max, jetzt schmeißt das höher. Das hatte ich am Ende vom letzten Part gemutmaßt, dass ich über das Gebilde hier mit dem Wasser, ja, nicht schlecht, dass ich das hier praktisch ihn wegsprengen kann. Aber er bleibt nicht liegen. Na? Aber so ähnlich wird das laufen müssen. Aber die Bomben brauchen natürlich etwas länger. Jetzt. Hallo, Junge. Bam. Geschafft. Und auch unten taucht ein Ast auf, der uns bestimmt auf die ein oder andere Art und Weise wird behilflich sein können. Wahrscheinlich muss ich den Ast einfach etwas gerader machen. Und dann kann ich da relativ easy drauf springen. Lass mal los, Max. Oh, genau. Ui, ich dachte gerade, ich wollte schon springen, ja? Also. Auf die Leiter. Und das ist ein Hebel. Ja, Leute, 27 Parts. Oh. Ah, das ist wieder so ein Strom-Lianen-Ding. Bam! Aber, da unten ist der nächste. Okay. Und da ist nochmal ein Hebel. Was auch immer der tut, wahrscheinlich lässt der eine Zugbrücke oder so. Ach nee, der lässt eine Zugbrücke raus. Yes! Ich dachte, dass der das hier aufmacht. Das Teil hier. Ui! Hoffentlich schlittern wir da nicht in eine Falle. So. Oh, da sieht es schon wieder nach so viel Lava aus. Okay, da unten ist Wasser, da oben ist eine Liane. Und hier an die Leiter müssen wir wohl hin. So. Wieder mit etwas eingeschränkter Framerate. Was in manchen Szenen ganz hilfreich ist, aber in manchen. Be careful up there. Okay, er klettert von der Leine. Ja, danke, liebe Stimme. Kapitel 7-2. Mustacho. Das klingt nach Bossfight. Felix, we're going home soon. Help! Okay. Ist das übel. Der Felix mit dem Schnauzbart, das ist echt heftig. Okay. Okay. I will match the life out of you. Max,
He's about to burn him! Quick! Max! Up there! That's where the machine gets its power! Okay. Okay, da geht nix. Boah, ist der fies. Ist der fies. Da oben geht was. Ach so, eine Ast. Ah, Und jetzt? Okay, das war nix. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Aber schnell wieder kaputt schießen. Und jetzt muss ich die beiden verbinden. Das dachte ich mir schon. Aber ich brauche noch die Liane. Da ist sie. Na komm. Autsch. Ja, ja, schon klar. Britzel. Ich hoffe, dass er da jetzt wieder einen Checkpoint hatte. Boah, ist das heftig, Leute. Oh, nee. Ah, sorry. Oh, nee, hab sogar geschafft. Ganz knapp. Jawoll, du. Felix Mustacho. Und jetzt? Ist die Framerate ziemlich heftig eingebrochen. So, kann ich die beiden verbinden? Nicht, wenn er das macht, okay. Ich muss mir jetzt erstmal wahrscheinlich ausweichen. Er sieht gar nichts. Ach, Mist, die falsche Richtung. Und es ist ein Bossfight, ja, mein Gefühl hat mich nicht getrogen. Ja, du. Jetzt ist die Framerate auch wieder da. Oh Mist, aber jetzt hat er mich auch gleich getötet. Ich kann mich jetzt nicht nach oben. Nee. Nee. Ich weiß nicht genau, wie der Track da ist. Weil ich muss ja ausweichen. Ja, und jetzt? Kann ich ihn abschießen? Ah, ich kann ihm auf die Finger schießen. Und jetzt? Muss ich ihm da jetzt einfach ausweichen? Oder was muss ich da tun? Auf die Finger. Und auf den Mund. Und jetzt? Ich würde da gern was verbinden miteinander, aber. Ach. Okay. Einmal. Ja, Mustacho. Ich meine Felix. Ah. Na komm! Trennt's durch! Oh, Menno! Da hat jetzt der Controller nicht reagiert. Nochmal. Jetzt aber. Einmal. Jo, bin dabei, jetzt aber.
Das tut weh, oder? Bam! Felix! Are you okay? Felix? Max! You saved me! You little rat! My machine! My plan! You lost! Stay away from him! We're getting out of here! Oh, you want to leave? Then... what I could not. Our land is safe. Let me ease your way home. Farewell, both of you. Kapitel 7-3, Epilog. Ja, Leute, das war's mit Max, The Curse of Brotherhood. War jetzt ein bisschen ein kurzer Epilog. Aber ich muss schon sagen, also Mustachios Ende ist klar das Sprichwort hinterlegt. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ein, wie ich finde, ultra cooles Spiel. Es macht wahnsinnig Laune, das zu spielen. Der einzige Wermutstropfen wirklich war an der Stelle jetzt die Frame-Einbrüche bei mir auf meinem Rechner. Ich weiß nicht, ob andere das Problem auch hatten. Ich habe jetzt natürlich nicht, nachdem mein Rechner schon ein paar Jährchen alt ist, nicht mehr so die Turbo-Maschine. Aber auch jetzt nicht den letzten Husten. Also das muss man auch sagen. Wir haben ja schon einige Spiele hier auf dem Rechner gemacht und die laufen recht flüssig und problemlos. Ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Das Gameplay ist genial. Also ich finde es wahnsinnig schön zu spielen. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Die Rätsel sind an sehr wenigen Stellen ultra frustrierend. Das ist schon herausfordernd, aber nicht so mega frustrierend. Also das finde ich ganz angenehm. Die Farben, die Vertonung, alles ganz toll. Wenn das Spiel auf Deutsch gewesen wäre, wäre natürlich ein Sahnehäubchen gewesen. Aber so ist das schon auch sehr gut gegangen mit dem Englischen und den Untertiteln. Das war schon in Ordnung. Die Musik, wie wir gerade hören im Hintergrund, fand ich auch sehr gelungen, sehr passend immer in den einzelnen Szenen. Grafik, The End, created with Unity Technologies. Ja, also das ist, die Grafik war super, tolle leuchtende Farben. Oh, ach so, das ist das Menü im Hintergrund mit Mustachios
na, helft mir sagen, mit Mustachos Lava-Fabrik, wollte ich schon sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, die Farben, die Grafik, super. Das mit diesem Stift als Werkzeug, als Waffe sozusagen gegen Mustache, fand ich klasse. Die Rettung von Felix. Ich fand das auch die letzten paar Kapitel ganz cool, dass man da mit Felix da mit diesem Stahlkugel da durch die Gegend schippern musste und da auch praktisch nochmal einen Faktor hatte, den man beschützen musste. Nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben von Felix. Das fand ich super. Die Geschichte ist natürlich, wie nicht anders zu erwarten, jetzt nicht so ausgeprägt, aber stimmig das ganze Spiel über. Das finde ich schön. Die Aufgaben wechseln sich gut ab zwischen Klettereien und dann mal ganz schnellen Szenen, wenn man vor so einem Monster davon rennt oder eben vor der Lava oder so. Es sind schon ein paar knackige Stellen drin, aber wie ihr gesehen habt, alles recht gut zu schaffen, auch wenn man ein bisschen tüfteln und grübeln muss. Alle Teile habe ich jetzt nicht eingesammelt von diesem Medaillon von der Seele. Weiß nicht, was es dann gebracht hätte. Habe auch nicht alle Augen eingesammelt, aber doch eine ganze Menge. Weiß nicht, ob ich im Nachhinein mal einfach so für mich offscreen den Rest noch einsammeln werde. Aber ich glaube, ich werde da auch mal im Internet recherchieren, ob es dann irgendwie noch ein Bonuskapitel gibt oder nicht. Ich glaube eher nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das Spiel gelungen. Es ist für ein Indie-Spiel super. Schade, dass es die Spielefirma nicht mehr gibt. Aber wenigstens haben sie uns hier was Schönes hinterlassen. Ich kann euch das Spiel nur empfehlen. 2 Daumen nach oben von mir. Ich finde es klasse. Und 28 Parts, das ist nicht schlecht für so ein kleines Indie-Game. Immer mehr Spiele mit dieser Unity Engine. Kleine Problemchen habe ich interessanterweise immer mit Unity, aber das ist an sich finde ich es klasse. Tolle Spiele, die da gemacht werden und also auch auf jeden Fall eine Plattform, die eine große Zukunft hat. Die gibt es ja auch, glaube ich, schon eine ganze Weile. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Und freue mich natürlich, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zu dem Spiel habt oder irgendwelche Kommentare, schreibt es in die Kommentare. Auch wenn ihr irgendwelche Game-Let's Play-Wünsche habt, schreibt mir doch in die Kommentare. Ich habe zwar eine Liste, was ich als nächstes alles so machen möchte, aber ich bin für Anregungen immer dankbar, weil, auch wenn ich es dann nicht immer gleich spielen kann, weil ich habe natürlich, wie schon gesagt, so einen leichten Plan immer so für die nächsten paar Games. Und deswegen kommt das nicht immer gleich. Aber ich nehme alles auf. Und wenn ich zum Beispiel keine technischen Probleme habe oder wenn es so ein Genre ist, das mich halt gar nicht interessiert, wenn mir jetzt einer schreiben würde, spiel doch mal FIFA oder so. Das ist jetzt einfach nichts, was ich hier auf meinem Kanal hätte, weil es eben hier um Spiele geht mit Story und um möglichst guter Story. Auch wenn ich bei Blind-Spielen natürlich nicht immer weiß, wie die Story ist. Aber man kann das von der Art des Spieles ja immer ein bisschen erahnen. Und bei FIFA wäre mir klar, dass da jetzt nun keine so großartige Story drin ist. Ihr wisst, was ich meine. Gut, Leute, dann war es das mit Max, The Curse of Brotherhood. Und ich habe mich gefreut, dass ihr das angeschaut habt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zusammen zu spielen. Und würde mich freuen, wenn wir uns bei einem anderen Let's Play wiedersehen. Also, bis dahin. Ciao.